Ja, hallo und herzlich willkommen in der Stadtgärtnerei in Lahr. Mein Name ist Katrin Mertensgötter. Ich bin hier neben den fleißigen Gärtnern zuständig für die Chrysanthemenkultur. Hinter mir sehen Sie zwei Exemplare unseres Otsukuris, unserer Sonderkultur, die wir an der Chrysantheme dann in der Innenstadt ausstellen. Die Chrysantheme an sich ist eine, ja, ich möchte scherzhaft sagen, eine Diva. Die mag die hohen Temperaturen, die wir in den letzten Wochen hatten, nicht ganz so gerne, wenn es über 30 oder sogar 35 Grad geht. Daher muss sie ein bisschen geschützt und besprüht werden. Das machen wir über die Sprühnebelfunktion. Das heißt, sie bekommt von oben aus den Düsen einfach ein bisschen Wasser und wird damit benetzt, damit sie eben diesem Hitzestress nicht so ausgesetzt ist und damit sie in ihrer gewohnten Qualität einfach gesund weiter wachsen kann. Ja, hallo noch einmal aus der Stadtgärtnerei in Lahr. Heute befinden wir uns hier im Foliengewächshaus. Ich möchte Ihnen heute unsere Chrysanthemenpyramiden zeigen und ein bisschen über die Kultivierung und Bewässerung erklären. Die Stadt Lahr hat sich vor einigen Jahren auf die Fahne geschrieben, dass wir so nachhaltig wie möglich arbeiten. Das führen wir natürlich auch hier in der Gärtnerei durch. Wir haben uns daher hier für eine Bewässerung über Tröpfchenbewässerung entschieden. Da haben wir eine Wassereinsparung von ungefähr 50% gegenüber der normalen Bewässerung per Hand. Ich zeige Ihnen ganz kurz, wie das funktioniert. Wir haben hier diesen kleinen Schlauch. Da kommt das Wasser minimal in einem kleinen Strahl raus und landet eben ja, da, wo es hingehört, direkt im Wurzelbereich, da, wo die Pflanze ist, am meisten benötigt, um eben ja, gut und qualitativ hochwertig zu wachsen, sodass wir sie später eben in der Innenstadt zur Dekoration wunderbar aufstellen können.